Ich möchte heute sozusagen die Frage beantworten, wie es momentan so in meinem Studium läuft. Im zweiten Semester. Und jetzt im zweiten Semester gibt es einfach so ein paar Neuerungen. Und da dachte ich, das wäre vielleicht ganz informativ, die euch mitzuteilen. Und speziell werde ich darauf eingehen, wie mein Stundenplan aufgebaut ist. Ich werde darüber sprechen, warum ich tatsächlich einige meiner Kurse wieder verlassen habe, beziehungsweise verschoben habe. Aber zum Schluss möchte ich dann auch über ein paar neue Lernstrategien reden. Denn auch da hat sich was verändert. Also wenn euch eines dieser Themen vielleicht interessiert, dann bleibt gerne dabei und schaut euch dieses Video an. Ja, erst einmal eine allgemeine Einschätzung vielleicht zu meinem momentanen Studienalltag. Also ich muss sagen, mein Studium gefällt mir momentan auch immer noch sehr, sehr gut. Es ist bloß leider Gottes sehr, sehr, sehr stressig geworden im Vergleich zum ersten Semester. Das werdet ihr jetzt auch gleich nochmal beim Stundenplanbau sehen. Ich habe einfach ein paar mehr Module bzw. ein paar mehr Veranstaltungen, mehr Semesterwochenstunden und dadurch halt auch ein bisschen mehr Zeitaufwand. Und generell, das Semester ist so strukturiert, dass das Selbststudium, glaube ich, generell einfach sehr viel zugenommen hat und da einfach ein bisschen mehr, ja, zu tun ist die Woche über. Deswegen ergibt sich übrigens auch, dass ich momentan nicht mehr so viel Zeit für YouTube habe, wie tatsächlich im ersten Semester noch. Und das Studium steht nun mal leider Gottes auch an erster Stelle. Aber ich denke, das ist auch irgendwo verständlich. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Stundenplan. Und den werde ich euch jetzt hier einfach erst einmal einblenden. Ich habe mir meinen Stundenplan mit Canva erstellt. Da habe ich mir einfach ein Tutorial tatsächlich kurz angeguckt. 2 Minuten. Und dann habe ich mir das einfach selber so ein bisschen zusammengefuchst. Und dann könnte ich hier auch schon ganz gut sehen, wie das Ganze aussieht bei mir in der Woche. Ich fange mal an mit dem Montag und das ist mein Marmotag, also mein Mathe-Montag. Das habe ich mir ursprünglich einfach so gelegt, dass ich montags quasi einfach nur mich mit Mathe beschäftige. Auch weil einfach die Vorlesung sowieso da schon so gelegen war in der 5. Doppelstunde. Die ist allerdings asynchron, also ich schaue mir die auch immer direkt nach meinem Seminar an. Und das Seminar einfach gleich in der 2. Doppelstunde, damit ich das gleich in der Woche quasi weg habe. Mathe, muss ich sagen, gefällt mir auch bisher besser als gedacht. Wir beschäftigen uns momentan gerade mit Arithmetik und bisher komme ich in den Übungen, im Seminar, bei der Besprechung eigentlich immer ganz gut mit. Und ich versuche auch gerade Aufgaben, die mir tatsächlich schwerer gefallen sind bei der Bearbeitung von den Übungsaufgaben, die versuche ich dann auch immer vorzustellen, um einfach nochmal für mich zu überprüfen, oder überprüfen zu lassen, ob ich es auch wirklich verstanden habe. Genau, und dann habe ich zusätzlich montags noch Canadian Literature in der 6. Doppelstunde. Das ist ein Kurs, auf den werde ich dann später nochmal eingehen, denn das war eigentlich nicht so geplant, dass der hier steht. Aber ja, das ist meine Übung in Literaturwissenschaften in Englisch, die ich dieses Semester belege. Dann dienstags habe ich eigentlich ziemlich frei, bis auf meine Vorlesung in der 6. Doppelstunde, meine BW2-Vorlesung. Da geht es um allgemeine Grundschuldidaktik und da lernen wir so ein paar Konzeptionen an. Das geht dann auch vor allem darum, wie man Unterrichtsentwürfe erstellt und einfach auch so historische Hintergründe und einfach verschiedene didaktische Theorien, die sich halt so im Laufe der Zeit entwickelt haben und welche heute zum Beispiel auch noch angewandt werden. Das ist so das, wo wir gerade auf dem Stand sind. Ich bin sehr gespannt, wo es dann noch weitergeht. Ich muss sagen, BW2 gefällt mir bisher auch wesentlich besser als BW1 im ersten Semester. Ansonsten habe ich dienstags nur noch, das seht ihr auch immer mit dem T markiert, einmal ein Tutorium zu American Culture Studies und mein Grammar Tutorium. Das habe ich allerdings beides nur alle 2 Wochen. Mittwochs habe ich dann auch zu meiner Vorlesung vom Dienstag aus das BW2 Tutorium. Dann habe ich meine Sachunterrichtsvorlesung und meine American Culture Studies Vorlesung. Und in American Culture Studies, das ist quasi zu den Kulturwissenschaften in Englisch, da habe ich tatsächlich letztes Semester die Übung dazu belegt. Da hatte ich ja auch mein Essay geschrieben mit Maria Stewart, falls ich das noch was sage. Genau. Und American Culture Studies, da geht es eben tatsächlich, wie der Name schon sagt, um die Kultur und auch Kulturgeschichte von den USA und auch von Kanada. Aber der Fokus liegt tatsächlich auch hier sehr auf den USA. Donnerstags habe ich dann meine Deutsch-2-Vorlesung. Meine Deutsch-Vorlesung ist gleichzeitig mit meinem Sprachlernseminar, also für Grammar. Und das ist auch so ein bisschen das Problem momentan. Die kann ich nämlich nicht besuchen und die ist synchron. Und tatsächlich gibt es auch seit diesem Semester eine Prüfungsleistung, aber die kann ich Gott sei Dank auch asynchron mithilfe einfach nur von Materialien abschließen und die ist auch unbenotet. Also das ist einfach nur, damit man quasi irgendwie schon anwesend gewesen ist in dieser Vorlesung. Aber das klappt bei mir halt wie gesagt nicht so wirklich. Aber eine Freundin hilft mir da auf jeden Fall aus und da muss ich einfach nur ein Übungsprotokoll schreiben. Und da geht es tatsächlich um den Schriftspracherwerb von Grundschulkindern. Und in meinem Grammar-Seminar geht es, also in meinem Sprachlernseminar geht es, wie der Name schon sagt, halt eben um englische Grammatik, alles was damit zu tun hat.
und in meinem Deutsch 2 Seminar, was ich dann noch habe in der vierten Doppelstunde. Da geht es um Mehrsprachigkeit. Da halte ich tatsächlich auch demnächst, also nach Pfingsten schon, meinen Vortrag dazu. Und das halte ich auch mit zwei anderen Leuten, also zwei Kommilitonen von mir jetzt zusammen. Freitags habe ich dann mein Sachunterrichtsseminar. Auch da muss ich dieses Semester ein Referat halten als Prüfungsleistung. Und das mache ich tatsächlich mit einer guten Freundin von mir zusammen, mit der ich auch auf diesem Kanal schon ein Video gemacht habe. Und da freue ich mich auch schon sehr. Wir werden nämlich über nachhaltige Entwicklung reden. Und da freue ich mich eigentlich auch schon sehr drauf. Das Referat werden wir dann am 2.7. halten. Und dann habe ich zusätzlich noch etwas, was ich mir quasi aus dem, ich glaube, dritten Semester vorgezogen habe. Und das ist mein BB2-Seminar. Und da geht es tatsächlich darum, dass wir 20 Seiten lang einen Unterrichtsentwurf schreiben werden als Prüfungsleistung. Und das Seminar mache ich in Vorbereitung auf mein nächstes Praktikum. Das ist das Blog-Praktikum A. Und das werde ich voraussichtlich dann im September abschließen. Genau, und so sieht mein Stundenplan aus. Ich möchte jetzt dazu kommen, warum da zwei Kurse tatsächlich nicht mit auftauchen. Ein Kurs kann gar nicht auftauchen. In Sprachwissenschaften in Englisch bin ich dieses Semester in keinen einzigen Kurs reingekommen. Da wurden auch nur zwei angeboten. Und ich glaube, mit jeweils 40, später dann erhöht auf 50 Teilnehmer. Und da bin ich einfach nicht reingekommen. Deswegen muss ich das gezwungenermaßen im Wintersemester dann erst wieder machen, also im dritten Semester. Das fällt also schon mal komplett weg. Das finde ich auch super schade. Sprachwissenschaften hat mir eigentlich immer super viel Spaß gemacht. Abgesehen davon habe ich auch noch zwei weitere Kurse verlassen. Und da kommen wir jetzt erstmal drauf zu sprechen, warum ich in Canadian Literature bin. Und ich hatte das in meinem letzten Video zu meiner ersten Uniwoche schon mit erwähnt, weil da ging das ganze Problem schon los. Ich wollte ursprünglich in eine Harry Potter Übung rein, die hätte dienstags stattgefunden in der zweiten Doppelstunde. Und ich bin da tatsächlich auch reingekommen, also ich bin von der Warteliste tatsächlich nachgerutscht, aber ich bin wieder ausgetreten, und zwar aus dem einfachen Grund, ich fand die Übung schon irgendwie interessant, aber man musste eben sehr, sehr im Stoff drin sein, vor allem was eben die Bücher angeht. Also da war irgendwie so Hintergrundwissen verlangt. Ich will da jetzt auch nicht wirklich drauf eingehen, weil ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr daran erinnern, was es so genau war. Aber es war einfach nicht so wirklich das Richtige für mich. Und ich hatte ja eben die Option, dass ich eben in meiner anderen Übung, in die ich erst reingegangen bin, weil die eben noch frei war und ich ja nur auf der Warteliste bei der Harry Potter Übung stand, da bin ich dann eben in Canadian Literature geblieben, weil mir die Übung tatsächlich besser gefallen hat. Auch wenn ich die Idee prinzipiell sehr, sehr cool und auch sehr wichtig tatsächlich finde, sich kritisch mit diesem ganzen Fandom auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt einfach für mich beschlossen, dass ich das vielleicht doch nicht im Rahmen von der Uni machen möchte, zumindest nicht in diesem Semester. Und ich weiß über Kanada super, super wenig. Das ist in der Schule irgendwie auch immer zu kurz gekommen. Wir haben uns eigentlich immer nur auf die USA beschränkt, und deswegen fand ich das einfach super interessant, mich jetzt auch mit Kanada auseinanderzusetzen. Der nächste abgebrochene Kurs ist ein Planspiel gewesen in Bildungswissenschaft. Es war eine Gruppenarbeit mit 6 Personen und es ging darum, eine Gemeinschaftsschule zu gründen. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Idee, weil in diesem Kurs sind alle Lehrämtler drin, also nicht nur Grundschullehrämtler. Ja, ich bin da aber letztendlich rausgetreten. Erstens, weil ich das Gefühl hatte, dass generell das Ganze sich sehr schwer würde umsetzen lassen in einem digitalen Semester. Ich finde, das ist eine super coole Idee für ein Präsenzsemester. Da ist es auch einfach cooler mit der Planung und der Strukturierung, und man sieht halt die Leute. Und logischerweise generell Gruppenarbeiten sind an Präsenz einfach ein bisschen leichter zu machen. Und einfach die Absprache in der Gruppe zu sechst hat jetzt auch nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise ich bin da nicht wirklich warm geworden. Das lag jetzt auch nicht an den Leuten im Speziellen, die wirklich in meiner Gruppe drin waren, aber einfach diese ganze Organisation, und einfach dazu kam dieser immense Zeitaufwand. Also ich habe das allein schon in der zweiten Woche gemerkt, was wir da alles zu tun hatten. Das wären halt mehrere Abgaben im Laufe des Semesters gewesen, die halt sehr zeitaufwendig gewesen wären. Keine Ahnung, die Struktur war super weird von diesem Seminar, und da habe ich mich dann mit einer Freundin tatsächlich zusammengesetzt. Wir haben auch an einem Abend einen sehr langen FaceTime-Anruf gehabt und haben uns darüber unterhalten, wollen wir das jetzt wirklich machen oder wollen wir das nicht, und haben jetzt für uns auch entschieden, dass wir beide quasi aus diesem Seminar austreten und das dann wahrscheinlich zusammen in anderer Form, also auch nicht unbedingt das Planspiel, weil uns, wie gesagt, die Umsetzung und Organisation überhaupt nicht gefallen hat. Wir wollen einfach im dritten oder vierten Semester eben ein anderes BG1-Seminar belegen. Das hat auch überhaupt keinen Einfluss auf meinen weiteren Studienverlauf. Ich brauche jetzt das Seminar nicht als irgendeine Voraussetzung für ein anderes Modul oder so. Und ich ziehe mir ja tatsächlich auch schon das andere Seminar aus dem dritten Semester jetzt ins zweite. Ich bereue es wirklich kein bisschen, dass ich ausgetreten bin. Ich kann mich auf die einzelnen Module, die ich eben jetzt noch belege, viel besser konzentrieren. Abschließend möchte ich noch zu ein paar Lernstrategien kommen. Ich bin tatsächlich umgestiegen davon,
meine Zusammenfassungen mit dem iPad handschriftlich zu schreiben. Ich bin tatsächlich wieder umgestiegen und schreibe meine Zusammenfassungen jetzt ausschließlich mit Word auf meinem Laptop. Super praktisch finde ich immer noch, mit dem iPad tatsächlich während der Vorlesung mitzuschreiben, also einfach auf den Folien Notizen zu machen und Ergänzungen zu machen und auch gewisse Recherchesachen oder vor allem auch Texte lesen und markieren und an den Text Notizen schreiben. Dafür ist das iPad immer noch super geeignet und ich möchte es auch auf jeden Fall nicht missen in meinem Uni-Alltag, aber Zusammenfassungen selber ergibt sich momentan bei mir durch die Struktur der Vorlesungen und Seminare so, dass ich das einfach perfekt mitschreiben kann mit Word und meine Zusammenfassung dann auch am gleichen Tag wie die jeweilige Vorlesung oder das dem jeweiligen Seminar noch erstellen kann und auch abschließen kann. Und dadurch schaffe ich es jetzt tatsächlich auch, mein Ziel zu erfüllen, was ich mir ja als Vorsatz quasi genommen hatte aus dem letzten Semester, dass ich mir eben dieses Semester die Zusammenfassungen nicht erst in der Klausurvorbereitung fertig schreibe, sondern eben wirklich parallel von Woche zu Woche mit. Und ich merke da auch jetzt schon so ein bisschen, dass ich da einen größeren Lerneffekt davon habe, einfach weil ich den Stoff nochmal schneller wiederhole. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen übersichtlicher momentan. Vor allem in Mathe habe ich das sofort in der ersten Woche gemerkt, dass das handschriftlich nicht wirklich Sinn ergibt. Dieses Semester bilde ich tatsächlich auch eine Lerngruppe mit einer Freundin von mir und noch einer anderen Kommilitonin. Wir haben uns einfach in Mathe dazu entschlossen, dass wir eine Lerngruppe zusammenbilden wollen, weil wir eben schon sehr viel Respekt vor Mathe haben. So weiß ich jetzt immer, wenn ich irgendein Problem habe, dann kann ich auf diese Gruppe zurückkommen und wir können uns gemeinsam mal spontan ein Zoom-Meeting oder so ausmachen oder die Frage auch einfach per WhatsApp klären und so beantworten sich einfach schneller Fragen. Man muss nicht auf das Seminar warten, wo dann die Übungen zwar durchgesprochen werden, aber da kann ja nicht immer jeder zu Wort kommen. Und ja, also diese Lerngruppe gefällt mir auf jeden Fall bisher auch schon super gut. Anhand dessen kann ich auch jetzt das Video beenden. Ich hoffe, das war für euch ein bisschen informativ und hat euch vielleicht so einen neuen Einblick gegeben. Dankeschön fürs Zusehen an dieser Stelle und hoffentlich auch bis zum nächsten Video. Macht's gut!